meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Zack. Jawohl, herzlich willkommen zum dritten Teil von Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Wir werfen heute mal einen Blick auf meine Kanalkommentare. Die haben wir ja bisher stark vernachlässigt. Fangen wir ziemlich weit hinten an. Hier, Martha Productioner, das ist noch aus meiner Trackmania-Zeit vor 9 Monaten. Dänischer Trackmania-Spieler, der sehr gute Trackmania-Videos macht, hat auch kürzlich bei einem Wettbewerb gewonnen für Stunt-Videos. Ist auf jeden Fall einen Blick wert. Dann Nick the Cruiser. Stellt sich hier vor, in Trackmania kannte ich ihn unter dem Namen Applesnap. Inzwischen macht er unter dem Namen About Minecraft seinen eigenen sehr erfolgreichen Kanal mit Videos zu Minecraft, stellt Mods vor, stellt Server vor und ist da sehr erfolgreich, hat inzwischen glaube ich schon um die 500 Abonnenten, ist ungefähr zur selben Zeit gestartet wie ich. Ja, wünsch mir Glück, jeder fängt klein an, aber du kommst groß raus. Bei ihm hat das eher geklappt als bei mir, mal sehen, vielleicht hole ich das noch auf. Vitaco, auch ein alter Camper aus Trackmania-Zeiten, freut sich hier, dass ich Minecraft-Videos mache. Solid Games, mein erster Kontakt, sage ich mal, in die Let's-Player-Szene, meldet sich hier. Macht auch Videos über Minecraft, hat zurzeit um die 50 Abonnenten und Let's Playt nicht nur Minecraft, sondern auch Lego Star Wars und andere Sachen. Interessanter Kanal, kann man mal vorbeigucken, Blick lohnt sich. German Trailer Games, schöne Frauen hast du rechts und links. ja, ich hatte zuerst ein ganz neutrales Layout, einfach ohne Hintergrund. Und zu dem Zeitpunkt, ein paar Tage vorher, hatte ich also hier diese Collage dann als Hintergrundbild gemacht. Die werde ich vielleicht auch mal in einem Video ausführlich vorstellen, was sich da alles verbirgt. Also jedes einzelne Bild hat eigentlich eine Geschichte oder eine Beziehung zu mir. Viel natürlich zu meiner Trackmania-Zeit und zu Singles, weil ich bisher hauptsächlich dort aktiv war. Und ja, ich war ganz verblüfft. Hab meinen eigenen Kanal mal kommentiert. War ganz verblüfft, dass da tatsächlich einer so drauf reagiert, weil das war noch die Zeit, wo ich also hier mit 20, 30 Abonnenten und 20, 30 Views pro Video rumgekrebst habe. Dann kam der Punkt, der alles änderte. Down for Life Soldier ist also auf meinen Kanal gestoßen. Wie so viele findet er auch, dass ich also so wenig Views habe für die Sachen, die ich mache. Hat mich also abonniert und dann auch mal Werbung für mich gemacht auf seinem Kanal, in seinem Video, meinen Kanal und meine Videos mal kurz vorgestellt. Und ja, seitdem ging es dann also bei mir mit den Abos und den Views steil bergauf. Hat er hier auch geklärt oder geschrieben. Ja, noch jemand, der sich darüber wundert, dass halt... Ja, kann mir mal erklären, wie das Minecraft-EP funktioniert? Also baust du Offscreen und Showst dann oder wie läuft das? Ja, ich habe es ja inzwischen in den Let's Showplays öfter erwähnt, dass ich halt viel Offscreen baue und das dann Onscreen vorstelle. Deswegen auch kein Let's Play, sondern ein Let's Showplay, so wie ich es genannt habe. German LPK, vielleicht nicht unbekannt, ist auch über Down for Life auf meinen Kanal gestoßen. Freut sich hier auch über das, was ich mache. Und ja, in allen Kommentaren, die sagen, oh, ich verstehe gar nicht, warum du so wenig Views hast, ich finde das toll, was du machst, kann ich mich natürlich nur voll inhaltlich anschließen. Die Frage ist, wie man natürlich hier bekannter wird und mehr Views bekommt. Ohne also offensichtlich Werbung zu machen. Ich meine, ohne Werbung für den eigenen Kanal geht es wahrscheinlich nicht. Irgendwie muss man die Leute, die einen ja bisher nicht kennen, dazu bringen, dass sie zumindest mal bei einem reingucken. Mal sehen, was es da noch gibt, was mir da noch einfällt.
Auch hier Daniel 1995 MG, so viel Mühe, dann so wenig Abonnenten, haut einfach in dieselbe Kerbe. Pfandkiller 15 genauso. Gameplays for You, gefällt's mir, abonniert, weiter so, kurz und knackig. Kommentar 14, auch über Down for Life zu mir gekommen, der mich ja auf seiner Seite in den Empfehlungen drin hat. Das hat wirklich eine Menge Abonnenten und Viewer zu mir gebracht. Und wie man sieht, sind die also auch alle recht angetan von dem, was sie hier sehen. Mr. Apfel 21, jawohl, bist ein richtig guter Let's Player, danke. Aber du könntest vielleicht ein bisschen mehr mit Redstone-Schaltungen machen. Ja. Momentan oder in den Sachen, die ich gebaut habe, hatte ich einfach nicht so den Bedarf für Redstone-Schaltungen, abgesehen vielleicht mal von dem Trick, eine Doppeltür gleichzeitig auf und zu machen, sauber. Wobei ich auch erst später dazu übergegangen, die Türen von innen zumindest mit Trittplatten aufzumachen, sodass sie hinter mir automatisch zugehen. Ich habe halt immer noch im Hinterkopf, dass man hinter der Tür stehen muss und die geschlossen sein muss, damit man also Monster bekämpfen kann, was davor steht. Deswegen sind so Türen, die automatisch aufgehen, noch nicht so ganz mein Ding. Ich habe mal an anderer Stelle was versucht mit Redstone zu machen, nämlich eine Tür über den Hebel, einen etwas weiter entfernten, auf und zu machen. Hab mich da 1,5, 2 Stunden dran aufgehalten und dann festgestellt, dass ich einfach an dieser Baustelle den Platz einfach nicht habe, um das so zu machen. Aber ich denke mal, da wird was kommen. Vielleicht sogar in Zusammenhang mit den Minecarts, jetzt mit den Powered Rails und den Detector Rails, kann man da ja interessante Sachen machen, so Weichenschaltungen und so weiter. Mal sehen, was mir da einfällt und was ich da umsetze. Wird wahrscheinlich auch eher dann so in Let's Show Form vorgestellt, weil ich dann hier stundenlang erstmal mit Redstone experimentiere und das halt eben offscreen mache und euch dann das Ergebnis zeige. Ja. Ansonsten, ich bin ja noch nie mal so weit gekommen, dass ich mir ein Portal in den Nether gebaut habe. Das steht ja auch noch auf der Liste. Und ja, mal schauen, was mir da noch einfällt. Danke auf jeden Fall für die Anregung. Und mal sehen, was mir da einfällt. German Minecraft 100. Dein Kanal ist richtig gut, aber ich finde es schade, dass du so wenig Abonnenten hast. Ja, kenne ich irgendwoher. Geht mir genauso. Aber das ändert sich ja inzwischen so langsam. Trotzdem, dickes Danke nochmal für die Aufmunterung. Ja, auch ein klassischer Let's Play Minecraft-Kommentar von Dr. Tribute hier. Wahrscheinlich haben das schon viele gefragt, aber welches Texture-Pack benutzt du? Es ist im Moment das LB Photorealism von Scuddles. Eine Zeit lang hatte ich das Bordercraft Texture Pack und ganz zu Anfang, so bis zur Folge 2025, eine eigene Variante meines oder des Painterly Packs. Nightmare 851, mach weiter so, finde deinen Kanal echt klasse. Ich hoffe, du wirst noch mehr Abonnenten bekommen, das hoffe ich auch. Ja, danke nochmal für die Anerkennung, für das Lob und ja, ihr könnt natürlich auch was dazu tun, dass ich also hier mehr Views und mehr Abonnenten bekomme. Empfehlt mich einfach weiter. Entschuldigung. Und ja, macht's bitte nicht allzu offensichtlich oder allzu heftig. Ihr wisst selber, wie allergisch ihr selber auf Werbung reagieren würdet. Versucht da bitte einen Weg zu finden, die Leute auf mich und meinen Let's Showplay aufmerksam zu machen, auf meinen Kanal aufmerksam zu machen, ohne sie zu verärgern. Ja, weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ghost, vor einer Woche. Stellst du den Map zum Runterladen zur Verfügung? Ja, zur Folge 50 habe ich den damaligen Stand zum Download zur Verfügung gestellt.
Und hatte auch dazu aufgefordert, an einer Stelle, die ich in der Map markiert hatte, vielleicht was zu machen und wenn jemand was dort macht, mich davon wissen zu lassen. Sprich, Screenshots zu schicken oder selber dann die geänderte Map hochzuladen, dass man das dann vielleicht nochmal in einem Video zusammenträgt, was die Leute an dieser einen Stelle da aus der Map gemacht haben. Bisher ist da nichts passiert. Also die Chance habt ihr alle noch. Bei Folge 50 findet ihr den Download. Auf der Karte ist auch mit einem X gekennzeichnet die Stelle, die ich meine. Und ja, wenn er da was Interessantes baut, lasst es mich einfach wissen. Schickt mir Screenshots oder auch die Map und dann schauen wir mal, dass wir das zusammenstellen. Nochmal Down for Life Soldier. Graz zu 120 Abos. Danke. Inzwischen sind wir ja bei 170, knapp 180. Ich hoffe, das entwickelt sich auch noch so weiter. Jawohl, echt geiler Channel. Hab dich mal abonniert, machst gute Videos. Danke. Und nochmal Down for Life Soldier. Hat er also erwähnt, dass er in seinen Tutorial-Videos zum Minecraft-Edit zwei Häuser von mir aus meiner Map mal einfach in seine Map eingefügt hat, die Färberei und das Strandhaus. Danke dafür, hat auch nochmal einen Schwung Abonnenten auf meine Seite gespült. Ghost nochmal, weißt du, was ich mich frage, wieso du so wenig Abonnenten hast? Das frage ich mich auch. Und das fragen sich ja viele Leute hier. Liegt einfach daran, dass ich relativ unbekannt bin und natürlich auch gut vor Monaten halt angefangen habe, aber warum so wenig Leute den Weg zu mir gefunden haben, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Es braucht halt Unterstützung, wie ich sie zum Beispiel von Down for Life erhalten habe, dass da jemand aktiv Werbung für meinen Kanal macht, auf meine Videos aufmerksam macht. Und die Leute dann wirklich einfach mal herkommen und gucken und dann wird es ihnen wahrscheinlich so ergehen wie euch. Ihr seht, was ich mache, euch gefällt das und ihr bleibt. Soccer Joe 21, bitte schick mir mal deine PC-Daten. Frage, wofür, warum, weshalb? Mein PC ist vorhanden und er läuft. Und er tut das, was ich von ihm will. Fertig. Vielleicht dazu mal später mehr, dann in der Na, Werkzeugkisten oder Toolbox-Serie, die ich vielleicht vorhabe zu machen. BMX-Krisen. Hallo erstmal, super Witz. Habt ihr eigentlich eine Frage? Wie machst du die Übersichtskarte von deiner Map? Ist inzwischen auch öfter mal angesprochen worden von euch. Wie gesagt, mit Cartographer mache ich die Map und blende dann einfach das Bild im Video ein, in der Videobearbeitungssoftware und kann dann halt mit Pen und Zoom auf diesem Bild herumfahren und da Ausschnitte zeigen. Einfach damit ihr den Übersicht mit mir habt auf meiner großen Karte. Mr. Gamer 146, auch durch Down for Life auf meinen Kanal gekommen. Hammer Minecraft Let's Showplay. Danke. Sowas freut mich immer. Mach weiter so. Ja, natürlich mache ich weiter so. Und nicht nur so, sondern ich hoffe sogar noch besser zu werden. X9AX haut in dieselbe Kerbe rein. Schade, dass du so wenig Abonnenten hast. Finde ich auch. Du hast mehr verdient. Finde ich auch. Und wie gesagt, ja, ihr könnt mich da unterstützen. Stellt mich woanders vor, redet woanders über meinen Kanal, empfehlt ihn. Und dann wird es hoffentlich den Leuten so gehen wie euch, dass sie hier sehen, dass jemand ein bisschen anders als der Standard Minecraft Let's Showplayed und dass die Leute dann vielleicht auch bleiben. Sony 840 geht hier auf das erste Kommentar oder das zweite Kommentarvideo ein. Empfiehlt mir das Layout speziell auf Minecraft zuzuschneiden, weil ich eh fast nur Minecraft-Videos habe. Wie gesagt, momentan, er spricht hier also auf die Hintergrundgrafik zu meinem Kanal an. Minecraft ist einfach momentan das aktuelle Projekt, dem ich mich also mit voller Energie widme. Die Hintergrundgrafik zusammengestellt, ja, das ist aus meiner Geschichte
Da gibt es eigentlich zu jedem Bild einen Bezug zu mir, zu dem, was ich also vorher gemacht habe in dieser Collage. Stelle ich vielleicht mal in einem extra Video vor, ist vielleicht auch ganz interessant. Und ja, ein bisschen Minecraft ist ja da schon dabei, aber wenn man so meine gesamte Aktivität im Verhältnis sieht, dann ist Minecraft doch ein relativ bescheidener Teil davon. Warum? Werdet ihr vielleicht auch sehen, wenn ich mal meine Trackmania-Videos vorstelle, mit denen ich mich ja über 5 Jahre beschäftigt habe. Letzter Kommentar, Kanalkommentar hier dann noch von German Minecraft 100, auch über Dawn for Life zu mir gekommen. Da sieht man mal, wie wichtig es ist, wenn jemand anders einen auf seinem Kanal empfiehlt. Und ja, er findet es auch schade, dass ich so wenig Abonnenten habe. Haben wir es nochmal, freut sich schon wieder auf neue Videos. Danke. Und wünsche mir natürlich auch mit meinen Abos Glück. Abonnentenzahlen steigen ja langsam, aber stetig. Und ich hoffe, dass sich da auch noch mehr tut. Ja, soweit, so gut. Also auch bei den Kanalkommentaren. Dickes Danke nochmal an alle für die Aufmunterung und auch für eure positive Kritik und Tipps und Anregungen, was man machen könnte. Ich werde sehen, was ich davon umsetzen kann. Was die Abonnentenzahlen angeht, bin ich einfach auch auf eure Unterstützung angewiesen. Wie gesagt, sprecht über meinen Kanal, sagt anderswo, was ich mache, worin ich mich von anderen Let's Playern unterscheide oder was ihr an meinem Kanal halt besonders gut findet, dass die Leute halt einen Grund haben, hier mal vorbeizukommen und dann hoffentlich auch hier zu bleiben. In diesem Sinne, springt nicht von der Zelle und es wird später dann auch noch mal mit weiteren Kommentaren weitergehen. Vorerst aber dann noch Minecraft und später dann vielleicht Trackmania-Videos und, und. No? Atschö mit Ö.